Hallo, Crashkurs, LibreOffice Calc für Datenjournalismus. Ausgabemöglichkeit HTML. Mit der Formel ist gleich in doppelten Anführungszeichen, kleiner als, img, Leerzeichen, src, ist gleich, dreimal doppelte Anführungszeichen und Operator, um das Ganze zu verbinden, Dateiname, wieder und Operator und dreimal doppelte Anführungszeichen, Schrägstrich, größer als kann man aus den Dateinamen HTML-Code erzeugen. Die Spalten könnten dann zum Beispiel so aussehen. Legt man nun in einem Texteditor eine HTML-Datei an und kopiert den erzeugten HTML-Code an die richtige Stelle, hat man eine Webseite erzeugt, die alle Dateien in einer Art Fotoalbum darstellt. Markieren, dann kopieren, dann an die richtige Stelle, speichern und öffnen. Ciao und viel Glück!